Da kommen wir wieder noch einmal zurück zu Resident Evil 2 One-Shot-Demo. Wie ihr sehen könnt, diesmal jetzt, oder vielmehr jetzt diesmal die PS4-Version. Dies wird Video 1 sein, danach kommt die Video 2 wird PC sein und Video 3 wird dann wieder die PS4-Version sein, denn wie ihr sehen könnt, ich habe es zweimal drauf. Wie ihr auch oben vom Namen her sehen könnt, spiele ich das hier auf meinem Zweitprofil und nicht auf meinem Hauptprofil. Dahinter seht ihr auch, dass ich keine aktive Membership anhabe. Und mit meinem Hauptprofil, was hier unten ist, habe ich ja eine aktive Membership. Da war ich das letzte Mal vor 9 Minuten online. Und wir spielen hier jetzt erstmal die Ami-Version, also die amerikanische Version, auch mit der amerikanischen Sprachausgabe. Aber sie sind von Inhalt die gleichen, egal ob du jetzt die deutsche Variante oder die englische spielst, außer die japanische. Da ist es ein bisschen wahrscheinlich an einigen Stellen geschnitten, so wie es bei Resident Evil 7 auch der Fall war. Und ich sagte hier Deutsch, Sprachausgabe will ich aber die englische Version haben. Ausgabegerät 7.1, bringt also 5.1, weil ich jetzt über die Elgato spiele. Ja, okay. So, ihr wisst, die Demo geht 30 Minuten. Und zwar ab dem Augenblick, wo wir direkt im Spiel denn drin sind. Anzeige, Sprache, ja, ja. Oben rechts seht ihr auch, was heißt oben rechts? Auf der Höhe von der Kampagne weiter rechts seht ihr die Zeit 30 Minuten. Hier geht es natürlich noch nicht los, hier geht erst los, wenn ich direkt im Spiel bin. Das fertige Spiel kann sich von dieser Demo unterscheiden. Dies kann nur einmal für 30 Minuten gespielt werden, dieses Demo kann nur online gespielt werden. Genau. Eine Hoffnung, ich kann dann auf meinem Hauptprofil dann auch die Demo nochmal spielen, weil ich ja, ne, mein Hauptprofil ist jetzt offline, bin ja mit dem online, sonst ich, normalerweise habe ich meistens beide gleichzeitig online, deswegen wundert euch nicht, wenn ich nachher die andere Variante nicht spielen kann auf meinem Hauptprofil. So. Hello? Is anybody here? There has to be someone here. Not good. David! Marvin! You there? I found a way out! It's in here! Send reinforcements! East hallway! Ja, besser wäre, naja. So, Karte ist übers Touchpad, genau. So, wir müssen nach da. Aber bevor wir da gehen, gehen wir einmal mal hier hinten hin und holen die Munition dann noch raus. Ich werde es hier genauso laufen wie wahrscheinlich bei der PC-Version, nur halt ein bisschen anders, dass ich diesmal einen Bereich mehr absuche. Wenn ihr nachher Video 2 guckt, werdet ihr sehen, an welchem Punkt ich zurückgegangen bin und wo nicht. Der PC-Version habe ich gebraucht 19 Minuten 39. Wir das komplett durchspielen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Start drücke, seht ihr jetzt oben rechts, ich habe noch 28 Minuten Zeit für die Demo.
nicht rein. Hier kann ich einmal Licht anschalten. Aber ansonsten ist hier nichts, da war nur eine Leiche. Die Munition. Ich wollte ja noch einstellen Steuerung. Okay, Tierhilfe kann man jetzt nicht mehr separat einschalten. Da läuft die Schüssel über. Also mit Tierhilfe meine ich, dass er automatisch immer auf den Kopf zielt. Jesus. Durch. Da komme ich auch nicht durch. Open up! Open this goddamn door! I'll get you out! Please! Give me your hand. Help me! I got you. Give me your other hand! Ich denke mal, in der japanischen Version wird das so sein, dass man da die Gedärme nicht sieht, also das raussieht sollen, dass da wahrscheinlich denn das Rollo einfach runtergeht und man ihn nicht ziehen kann, siehe Resident Evil 7 bei den Polizisten anfangen, dass man ja in allen Versionen der Kopf halbiert wird sozusagen, nur in der japanischen Version, da geht die Schaufel durch, aber der Kopf trennt sich nicht. Genau, Notizbuch, Layout. Jetzt bekommen wir da Besuch. Na komm rein. Die stehen alle auf, ne? Dann gehen wir jetzt erstmal durch. Jesus! They're everywhere! Ich muss sogar so lang. Uff, ich will zum Aufnehmen X drücken. Damn it! Komm rum. Ah, das ist nur Holz. Und Munition habe ich gerade gesehen. Das Holz brauchen wir für später. Weiter. Wir müssen eh zur Eingangshalle. Thanks. Marvin Branner. Leon Kennedy. There was another officer I couldn't... Yeah. I'm sure you did what you could, Leon. Does anyone know what started this? Not a clue. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week, and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Okay, Lieutenant. I'm ready. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick.
This is good news. We can get you to a hospital. No, no, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. I'd come with you, but I'd just slow you down. Now, you'll need this. I can't take it. Stop. Das Messer. Das kennt man ja auch so. Don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. You take it out, or you run. Got it? Yes, sir. Wie gesagt, das Spielprinzip, also vom Inhalt her, von wegen der Aufmachung habt ihr vielleicht schon mitbekommen vom Inventar und so weiter, ist Resident Evil 7 lastig. Also, jetzt einen Weg in den Untergrund finden. Genau, natürlich ist die Demo vorher schon zu Ende, ich weiß, wann es denn ist. Weil ich gesagt habe, dass ich auf der PC-Version innerhalb von 19 Minuten 39 durch war. Wo ich mich auch gewohnt habe, weil ich dachte, oh, es kommt noch ein paar Minuten oder sowas. Grünes Kraut. Kombinieren. So, dann gehen wir hier hinten lang. Hier ist nichts Interessantes. Das ist meine Lieblingsstelle. Also wer Hunger hat, sollte jetzt hergucken. Und hier braucht man das Holz nämlich für, dann kann man nämlich das machen, dass die länger brauchen zum Reinlaufen. Ja, mal runter. Da braucht man einen Schlüssel für. So wie hier. Okay, jetzt habe ich das viel gemacht. Ja. Schlüsselkarte. Packe ich mal dahin. Karte. Noch kein Bock. Ohne die Munition verschwinden erstmal. Das Büro, wo wir nachher raus müssen. Schießpulver. Pack ich da hin. So, dann gehen wir hier wieder raus. Dann gehen wir nachher wieder durch. Hier kommen wir nicht weiter. Das sieht schon nice aus. Die wir verwenden können. Hier hätten wir jetzt mal rotes Kraut. Da kann man einen Film entwickeln, haben wir aber das nicht.
Schießpulver und Schießpulver ergeben Munition. Mit 3 kommt man ins Inventar, ja. Kombinieren. Bewegen nach da und dann können wir das gehen. Der das mal rüber, dann gehen jetzt mal hier nach oben. Eigentlich wollte ich mich nicht beißen lassen, weil normalerweise konnte man nämlich das Messer auswählen. Genau. Die kriegt man auch. Hin und wieder. Man kriegt auch eine Schrotflinte, die seht ihr aber nachher auf der PC-Version. Leon, it's Marvin. I need you back here ASAP. Are you okay, Marvin? I've got something to show you. It's important. Copy that. I'll be right there. So, wir haben jetzt noch 15 Minuten. Wir gehen jetzt aber hier runter. Weil ich immer wissen, wie das hier ist. Ich dich gleich wieder hinlegen. Da kann man ein Schild für. Dann steht sie auch noch mal kurz im Kopf. Also das ist nur mit dem Wagenheber. Achso, okay, das Ding habe ich noch nicht. Okay. Nicht mit mir, ich gehe mal wieder. Jetzt durch. So, ich bin da. Dunkelkammer brauche ich nicht. Genau, hier müsste jetzt 303. Ich brauche die 208. Da kann ich auch nicht, weil da die 2 und 3 fehlt. Was haben wir denn hier? 106. 109.
9. So, Film, genau, den können wir jetzt. Okay, Film kann man noch tragen, aber der ist jetzt endlich überflüssig, weil. Überflüssig, was haben wir hinten? Achso, genau, das ist jetzt mit. Ups. Der Card hier, die wir nachher aufgesammelt haben. Und können damit erstmal grundsätzlich unsere Strohpflanze rausholen. Weiter und setzen die da rein. Bestätigen. Schmeiß auch dich weg. Und letztendlich dahin an den Konten nachladen. So, ich komm hier durch. Hallo Freunde, ich lasse euch mal alles so schön liegen, wie ihr seid. Da haben wir ein Safe. Kann ich die Kombination aber nicht. Gehen wir hier mal hier oben durch. There you are. Come here. Take a look. Jess. I knew she'd make it. You know her? Yeah. Name's Claire. I came into town with her. You can get to that courtyard. Through the second floor. East side. I'm on it. Thanks, Lieutenant. Und wie wir sehen, sind wir bei der Demo an dieser Stelle jetzt auch, wie gesagt, durch. Und wir haben exakt genau 15 Minuten gebraucht. Das heißt, ich habe jetzt rein rechtlich jetzt nochmal 15 Minuten Zeit, dieses Spiel nochmal, also die Demo nochmal zu machen. Spielmodus Standard. Abschlusszeit 15 Minuten, Neuversuche 0. Den gehen wir weiter. Müssen dann X bestätigen, dann halt hier Locations, Tools und Support Production bei blablablab. Simplest Tools, Support bei Wiese und Capcom und es kommt Find Out More, das erwartet ihr. I want to find out what's happening here. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. Seems to be evolving much faster than expected. You gotta be kidding me. God only knows what's down here. What the hell? It'll be all over. Let me go! I'll get you, you fucker! Yeah. I'm not handing over anything! Oh, Jesus Christ! You don't know what you're up against! The whole place is coming down. That's a pretty damn good idea. In Resident Evil 2 Plus. This is Hunk from Alpha Team. Man, I thought you were all wiped out. Und dem Rosen. Ah, Shinga. Zur Produktseite wechsel, um dieses Spiel zu kaufen. Klicken wir jetzt mal auf Ja. Dann kommen wir hier rein. In den PlayStation Store. Und ihr werdet mich sehen. Pre-Order. Das ist jetzt hier, da ist die Deluxe Edition ausgewählt. Für $69,99. Ist aber mein zweites Profil. Jetzt geht noch Nein. Das war jetzt sozusagen die Demo zu Resident Evil.
Evil 2, dem Remake. Oben rechts seht ihr jetzt noch eine Restzeit von 9 Minuten 50. Und... Hallo? Was? Stelle bedanke ich mich fürs Zugucken hier auf der PlayStation 4 Version zu Resident Evil 2 One-Shot Demo. Wie gesagt, das wird das erste Video in dieser Playlist sein. Das zweite Video wird die PC-Version sein. Die ist schon im Kasten, glaube ich, schon durch. Und das dritte Video soll dann sein, dass ich dann auch mein Hauptprofil wechsle hier auf der Konsole. Und dort dann die Demo in einem Livestream machen werde und das dritte Video dann sozusagen die Livestream-Version davon würde von dem Spiel. Und ich bedanke mich bis hierhin fürs Zugucken und wir sehen uns spätestens beim Release. Falls das dritte Video nicht kommen sollte, dann gab es ein Problem, dann hat er nämlich das überschnitten und hat gemerkt, oh, der Junge hat zwei Profile und blablabla, kann vielleicht passieren. Deswegen, vielleicht kommt das dritte, muss ich das mal so sagen. Vielleicht, ich weiß es nicht, muss ich gucken, ob das System das nicht merkt, dass ich zwei Profile habe, auf einen Membership und auf einen nicht, weil hier habt ihr jetzt gesehen, ich konnte das Spiel runterladen trotz Membership, ohne der Membership, weil für Resident Evil brauchst du eigentlich die Membership für die Demo. Und jetzt muss ich mal gucken, ob er das auch erkennt auf dem Hauptprofil. Ja, ich bedanke mich bis hierher fürs Zugucken und wir sehen uns dann, wie gesagt, spätestens zum 25.01.2019 zum Livestream zu Resident Evil 2, dem Remake denn. Ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.